Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns gemeinsam einen neuen Hybriden für das Spiel an, und zwar diesen hier. Das ist der Carnoraptor. Wie der Name schon sagt, eine Mischung aus Velociraptor und Carnotaurus, zumindest hauptsächlich. So ein bisschen andere Saurier fließen da ja auch immer ein bisschen mit rein. Und auch Froschgenomen ist da, glaube ich, mit drin. Das ist ja immer so bei den Jurassic Park und World Dinosauriern. Ganz schön schnell unterwegs, der Bursche. Ich mache mal ganz kurz Stopp, dann könnt ihr den mal angucken, wie wundervoll der aussieht. Der ist wirklich sowas von hübsch. Guckt euch das mal an, sieht der nicht unfassbar gut aus? So hochauflösend und so ein toller Skin. Das Auge sieht auch irgendwie total interessant aus, muss ich sagen. Sieht so ein bisschen Alien-mäßig aus. Aber mir gefällt der Kopf sehr gut und auch der Körper und der Skin sieht auch super aus. Diese Klauen, das ist wirklich Hammer. Denke mal, das wird das Skelett von dem Spinoraptor sein. Sieht zumindest von der Größe und Bewegung so ein bisschen so aus. Auch wie er hier die Klauen hält. Aber das ist ja ganz cool, weil der hat coole Animationen und dann bewegt er wenigstens auch die Arme und sowas. Finde ich ja sowieso immer nice. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich so eine Mischung aus dem Carnotaurus und einem Raptor sowieso schon so ein bisschen vermisst habe. Weil es weiß ich nicht, also das hätte ich mir echt gut vorstellen können, auch so im Franchise an sich, dass es das da als Original geben würde. Vielleicht wird das ja der nächste Endgegner vom dritten Teil, wer weiß, wer weiß. Oder der Spinoraptor, den wir schon haben. Okay, die Ziegenanimation ist auch wieder verbuggt. Leider. Das kommt leider häufig vor, wenn wir neue Spezies bekommen. Ach, habe ich das überhaupt erwähnt? Der kommt als neue Spezies ins Spiel, also der überschreibt keinen der vorhandenen Dinosaurier. Fressens Animation sieht aber gar nicht so schlecht aus, bis auf das Fleischstück. Wo wir gerade mal beim Thema schon sind, was denkt ihr denn, was bei Jurassic World 3 so der nächste Hybrid sein wird? Also der nächste quasi Endgegner. Beim ersten Teil war es ja der Indominus Rex, beim zweiten der Indoraptor. Und was schätzt ihr, wird es beim dritten Teil sein? Würde mich mal interessieren, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich muss echt sagen, dass der richtig gut aussieht. Die Animationen sehen toll aus und der ist wirklich richtig schön umgesetzt. Bin echt beeindruckt. Ich gehe auch davon aus, dass der eventuell Fische fangen kann. Das werden wir hoffentlich gleich noch herausfinden. Vorne ist auf jeden Fall ein Fischfieder soweit installiert. Boah, die Schreie sind ja auch böse. Das ist halt alles so ein bisschen Raptor-mäßig. Klingt aber vom Sound, glaube ich, auch wie der Spinoraptor. Wir schauen uns jetzt aber nochmal die anderen Skins an. Das hier ist jetzt Waldland. Sieht auf jeden Fall anders aus. Boah, die Kamera geht ja komplett steil hier wieder. Ja, komplett schwarz-weiß und das Auge ist dann auch so milchig-weiß. Das gefällt mir. Sieht auch ziemlich cool aus. Ich hoffe, die vertragen sich jetzt. Ja, die sozialisieren sich. Cool. Fliegt mal näher ran. Dann könnt ihr das auch mal in voller Pracht genießen. Sorry, wenn die Kamera da... Wow. Wenn die Kamera da ab und zu so blöd rauszoomt. Das ist leider bei mir ein bisschen verbuggt mittlerweile. Oh, jetzt können wir den mal so beim Fressen sehen. Schauen, welche Animation der da hat. Ja, ziemlich identisch. Ist natürlich ein bisschen schade mit dem Fleischstück. Aber auch halb so wild. Also sieht trotzdem ziemlich cool aus, weil die Bewegungen sind super. Es ist halt nur das Fleischstück, was so ein bisschen schwebt. Ich muss auch echt sagen, dass mir diese Punktierung da sehr gut gefällt. An dem Rand da, wo das ja zwischen weiß und schwarz ist. Sieht echt cool aus. Richtig interessant. Interessant.
das Wüstenmuster. Mal gucken, ob jetzt wirklich alle 6 Skins oder wie viele der hat, wirklich auch anders aussehen. Der hier sieht auf jeden Fall anders aus. Da ist der Übergang sogar nochmal komplett anders gemacht. Mit so einem Braun, mit 3 Farben sogar, nicht nur mit 2. Und das Auge leuchtet hier blau. Habt ihr das gerade gesehen? Da könnt ihr das Auge jetzt nochmal sehen. Und auch den ganzen Kopf und das Gebiss. Das sieht schon bedrohlich aus. Das ist schon echt fies. Ich würde sagen, wir lassen gleich noch einen gemeinsam frei. Dann können wir nämlich auch mal uns die Werte angucken. Und auch mal schauen, wie viele der überhaupt sozial mag. Kann natürlich gleich passieren, dass die sich angreifen. Weil der Kano zum Beispiel, der ist, glaube ich, standardmäßig bei 2 Artgenossen. Also 2 gemeinsame zusammen. Aber die scheinen hier noch alle happy zu sein. Und die sich fröhlich am Sozialisieren und schnacken ein bisschen. Ja komm, lassen wir nochmal einen frei zusammen. Bin ich ja mal gespannt. Ich habe auf die Werte noch gar nicht geachtet. 75 im Angriff, 45 der Verteidigung. Ist modifiziert, das ist allerdings nur ein Skin. Hier seht ihr den Kano Raptor. Das Bild ist nicht ganz so hübsch, muss ich sagen. Das würde auf jeden Fall noch schöner gehen. Aber ist trotzdem immer cool, ne? Wenn man dann wirklich einen komplett neuen Saurier mit Bild und allem bekommt. Das feiere ich immer mega. Da schauen wir mal rein, welchen Skin wir nochmal zusammen ausprobieren können. Wie wäre es mit dem Steppenskin? Und dann können wir das Ganze hier mal freilassen gemeinsam. Ich werde jetzt auch nicht alle ausprobieren und freilassen. Ihr wisst ja, wenn ihr die... Okay, ich glaube, der sieht gleich aus wie der von vorhin. Oder nahezu identisch, bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn ihr die anderen Skins ausprobieren wollt, wollte ich gerade sagen, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort ist die Mod natürlich für euch verlinkt. Ist der jetzt identisch? Ich weiß es gar nicht. Braun sieht schon sehr nah wie der hier aus. Ich glaube, die sind identisch. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht unterscheiden die sich auch nur minimal. Aber ich bin echt gehypt. Also der ist wirklich schön geworden. Aber fressen, also hier vorne fressen, habe ich den noch nicht gesehen. Der scheint hier noch kein Interesse an Fisch oder sowas zu haben. Vielleicht wurde das auch rausgenommen, weil es nicht so passt. Steckt ja auch immerhin kein Sucho oder Spino oder sowas mit drin. Macht das ja auch Sinn, dass der nicht unbedingt auf Fisch geht. Aber was natürlich jetzt noch für uns interessant ist, ist einmal, wie viel der sozial mag. Oh, 2 bis 4. Dann haben wir es sogar perfekt gemacht. Und idealer Bestand 0 bis 20. Aber das ist natürlich nicht die Gruppe. Das sind dann andere Saurier im gleichen Gehege. Die wird aber wahrscheinlich eher angreifen und zerfleischen. Deswegen kommt das nicht zustande. Und natürlich schauen wir uns jetzt den Kano-Raptor auch nochmal im Kampf an. Ja, er macht die coole Sprungattacke. Wie von dem Spinoraptor. Das sieht schon nice aus. Ah, da fällt er jetzt einfach um. Da gibt es leider keine Kill-Animation. Aber die Attacke sah ja schon mal cool aus. Übrigens, ich habe auch gerade einen Raptor freigelassen. Den seht ihr da im Hintergrund. Den hat er bis jetzt nicht angegriffen und getötet. Die haben sich nur mal angefaucht und dann haben sie sich wieder getrennt. Also er scheint hier nicht auf Raptoren loszugehen. Zumindest bis jetzt noch nicht. Ich werde es weiter beobachten und falls da noch was passiert, berichte ich euch. Der Raptor, der kleine Aasfresser hier. Der gönnt sich. Das wird jetzt auch ein interessantes Duell. Kano-Raptor gegen Kano-Taurus. Da sieht man auf jeden Fall die Verwandtschaft. Oh, ich feiere die Sprungattacke, die ist cool. Doch die Geräusche sind böse. Zack. Oh, da ist der Kopf unten. Ich glaube, das war's jetzt für ihn. Oh, auch hier gibt es keine Kill-Animation. Das ist ja doof. Hat der Spinoraptor so wenig Kill-Animation? Auf das Duell bin ich jetzt aber mal gespannt. Gegen einen Indominus Rex. Von den Werten her sollte er sich durchsetzen können. Den haben wir ja ordentlich modifiziert.
viel größer der Indominus Rex einfach ist. Und der schnappt ja auch zu. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass er hier Schaden bekommt. Oh, der kriegt nochmal Schaden. Wow. Wird er hier etwa sterben? Das ist auf jeden Fall ein spannender Kampf. Jetzt ist der Indominus Rex auch blutüberströmt. Der Kampf scheint aber noch nicht vorbei zu sein. Es geht hier wirklich bis zum Tod. Und das sieht nicht gut aus für den Indominus Rex. Der Kopf ist unten. Und auch hier gibt es leider keine Animation. Ah, das ist natürlich ein bisschen schade, dass es da keine Finisher-Animation gibt. Ich meine, diese Sprungattacke ist ziemlich cool. Aber das ist ein bisschen blöd, dass er halt nicht nochmal irgendwie einen letzten finalen Angriff macht, um den dann zur Strecke zu bringen. Und den Raptor hat er gar nicht mehr angerührt. Die rennen jetzt hier gerade beide nochmal hin. Nö, war nicht wirklich. Der Raptor rennt weg. Der bleibt jetzt hier unterm Baum und chillt ein bisschen. Er kommt direkt in die Kamera, okay. Ah, jetzt könnt ihr es nochmal sehen. Vielleicht kämpfen sie jetzt ja auch nochmal zum Abschluss. Schnappen ein bisschen. Fauchen sich an. Und dann trennen sie sich wieder. Ich muss aber sagen, dass mir die Kano-Raptor-Mod richtig gut gefällt. Ein wirklich toller Hybrid. Und er ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Sieht echt gruselig aus. Und auch tolle Skins, tolles Model. Also wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Und natürlich kommt er auch als neue Spezies in das Spiel. Falls ihr die mal selber ausprobieren wollt, schaut wie gesagt in die Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses kurze Vorstellungsvideo hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.